Bühne frei für Let's Talk Nummer 3. Ha! Oh, diese Reimknüller sind unglaublich da. Wir quatschen heute ein bisschen. Habt ihr Bock drauf? Also ich habe schon Bock drauf. Und wir quatschen über folgende Themen. Erstmal Hintergrund. Dann gibt es ein paar Projekte. Nee, gar nicht wahr. Denn davor gibt es ein paar Nachrichten, die mich erreicht haben. Von normalen Usern, von Abonnenten. Dann quatschen wir ganz kurz über Abonnente. Und dann gibt es ein kurzes Review zum Computerspielemuseum, ein kurzes Live-Review sozusagen, ohne Bild, nur Audio, quasi nur meine Stimme. Meine Meinung dazu, denn ich war am Wochenende da, sozusagen Frippi in Gefahr sozusagen. Nicht Raab in Gefahr, Frippi in Gefahr. Und ja, fangen wir mal direkt an. Hintergrund, ihr seht, ist jetzt um das Video drumherum sozusagen, muss man gerade hinsetzen, ist jetzt alles so ein, ist jetzt mehr so ein roter Rahmen. Habe ich jetzt einfach mal geändert, habe ich einfach Bock drauf. Ist der YouTube-Rahmen sozusagen. Ist jetzt nicht so sonderlich spannend. Bisschen Photoshop, rechtsklick Farbe ändern, ist jetzt nicht so schwer. Sieht vielleicht auch, ist auch vom Kontrast her vielleicht etwas bescheiden, aber ist mir just in diesem Augenblick völlig egal. Ihr könnt ja auch Farbvorschläge machen, dann werde ich eure Farbvorschläge dann quasi mal mit einbauen in die nächsten Videos. Was aber relativ neu ist, ist jetzt hier der Hintergrund. Ihr hattet ja sonst hier auf meiner rechten Hand meistens irgendwelche Bilder gehabt oder irgendwelche Fotos oder so, die haben wir jetzt abgenommen. Und dafür gibt es jetzt ein wunderschönes T-Shirt, was ich vor, glaube ich, 2 Jahren geschenkt gekriegt habe von meiner Frau. Und ihr seht schon, hinter mir sind ein paar Spiele und da oben sind auch noch mal ein paar Spiele. Und zwar oben sind die PC-Spiele. Wie gesagt, ich bin ja seit ca. 1999 PC-Spieler. Und das letzte große Spiel ist World of Warcraft gewesen. Zumindest die Box in der Mitte habe ich mir nicht geholt, das ist die von meiner Freundin, aber weil sie halt gut dazu passt, haben wir die da einfach mit hingestellt. Und dahinter befinden sich ca. 60 andere PC-Spiele noch. Ich glaube, insgesamt habe ich, wenn man die Download-Titel mit dazu zählt, die es zum Beispiel auf Steam gibt, habe ich, glaube ich, ca. 100. Die alle zu Let's Playen dauert natürlich ewig und 3 Tage. Aber sei es drum, ich habe Zeit. Manchmal. Und wie gesagt, hier im Hintergrund seht ihr ein paar Xbox-Spiele. Ich habe seit 3 Monaten eine Xbox. Und bin da mehr oder weniger fleißig am Spielen. Mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit war es wieder ein bisschen mehr. Und im Sommer 2013 wird es auch definitiv das ein oder andere Let's Play für ein Xbox-Spiel geben. Ich weiß noch nicht welches, aber ich denke mal, im Zweifel, wenn ihr mal Bock drauf habt, werde ich auch so ein Video machen über meine ganzen Spielesammlungen. Werde ich einfach mal eins in die Kamera halten. Ich habe ja irgendwie mitgekriegt, dass einige darauf stehen, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, aber ich zeige nur das, was ihr sehen wollt. Von daher machen wir das auch gerne. Und dann könnt ihr auch entscheiden, zu welchem Spiel ihr irgendwas sehen wollt. So, nur das mal dazu. Erstes Thema, Nachrichten, die mich erreicht haben. Ja, im letzten Video habe ich hier so schön mit Einblendungen gezeigt, hier, keine Ahnung, der und der hat diesen Kommentar geschrieben. Habe ich dieses Video nicht vorbereitet, aus dem einfachen Grund, weil es, glaube ich, nur 2 oder 3 Nachrichten waren. Und die waren auch alle gleich. Das war so sinngemäß, sinngemäß war das gewesen, du machst geile Videos, dein Abo ist mir sicher, mein Abo ist dir sicher, so rum. Und vielen Dank erstmal dafür, Lob nehme ich natürlich immer gerne an. Dann gab es aber auch Leute, die geschrieben haben, ey, du machst coole Videos, schau doch mal bei mir vorbei. Und es ist so, ja, ich weiß, also ich persönlich würde niemals mir ein Video anschauen und denken, ey, da macht er coole Videos. Und dann schreiben, schau doch mal bei mir vorbei. Ich weiß nicht, es macht für mich einfach irgendwie keinen Sinn. Ja? Vielleicht bin ich auch einfach nur, wie sagt man, vielleicht bin ich da auch nur einfach irgendwie zu naiv oder hab die falsche Denkweise oder keine Ahnung. Aber das ist irgendwie so, als ob ich ins Restaurant gehe und sage, Dein Schnitzel schmeckt irgendwie geil, aber komm dann mal rüber und koste mal meins. Hä? Versteht ihr? Das ist egal. Auf jeden Fall, ich habe es natürlich getan, bei einigen zumindest. Alle Videos gucke ich, oder bei allen habe ich nicht immer die Zeit, weil irgendwann ist der 24-Stunden-Tag auch mal vorbei.
Da ist das, ne, da kann man sich nicht alles reinziehen. Aber was mir aufgefallen ist, ihr seid da draußen echt Minecraft verseucht, ja. Das ist irgendwie witzig. Ich hab, gibt mal oben bei der YouTube-Suche ein Kommentorio. Da werdet ihr viele Videos finden von ihm, so speziell, wie man auf YouTube Kanäle erstellt, wie man sich präsentiert und alles. Und unter anderem, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es war ein Video, wie mache ich bessere Let's Plays oder so. Und da hat er, ich glaube, es war in diesem Video, auf jeden Fall hat er in irgendeinem Video gesagt, wenn ihr Videos macht, macht keine Minecraft-Videos, aus dem einfachen Grund, Gronkh ist nun mal der Minecraft-Let's Player, ja. Er ist, ich will nicht sagen, er ist damit groß geworden, aber er macht es schon mittlerweile seit, ich glaube, es ist sein zweites und sein drittes Jahr jetzt sogar, hat schon über knappe 940 Folgen mit Minecraft und dementsprechend ist er einfach überall bekannt, ja. Und natürlich muss man nicht immer das Rad neu erfinden, natürlich gibt es auch 30.000 verschiedene Automobilhersteller und da stellt sich auch keiner und sagt, nö, er hat aber zuerst das Auto erfunden, also darf auch nur er die produzieren. Ist ja alles vollkommen richtig. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass man ganz stark merkt, dass viele schauen sich Gronkh an und denken sich, ey, geil, was der kann, kann ich auch. Vergessen aber, dass ich weiß nicht, dass viele, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so viele glauben, pass auf, ich mache jetzt Minecraft und dann kriege ich tausende von Klicks, das passiert so nicht, ja. Denn eine Idee zu haben auf YouTube und diese dann auch so richtig umzusetzen, gerade bei Let's Plays, ist sehr, sehr schwierig, denn es gibt viel mehr in diesem YouTube-Töpfchen, gibt es halt viel mehr als nur, ich packe jetzt ein Video da rein. Weil da gibt es halt noch, ich packe PR mit rein, ich packe vielleicht meine, ich sag jetzt mal, Qualität mit rein oder meine Eigenheit mit rein. Ich packe Werbung mit ein, aber PR habe ich ja eben schon gesagt. Oder ich packe spezielle Stilelemente in den Videos mit rein und. Also da kommen so viele Sachen hinzu. Und wenn euch sowas wirklich interessiert, weil ich kriege nochmal mehrere Nachrichten von Pavin, schau mal bei mir vorbei und sag mir mal, wie du das findest. Wenn ihr das wirklich wollt, dann mache ich auch gerne Videos, quasi Meinungsvideos, wie ich eure Kanäle bzw. eure Videos finde. Und ich mache auch gerne Videos dazu, wie man meiner Meinung nach als Anfänger, sage ich jetzt mal, weil die meisten, oder was die meisten, alle die mich anschreiben, sind nun mal wie ich Anfänger, was YouTube und was Let's Plays angeht, da mache ich auch gerne mal quasi von Anfänger zu Anfänger auch gerne so eine Videos. Jetzt werden natürlich einige sagen, warum soll ich mir jetzt von einem Anfänger sagen lassen, wie ich das zu machen habe? Das hat doch selber keinen Plan. Vom Prinzip her richtig. Das Problem ist, ihr könnt natürlich auch Gronkh fragen, ne? Jetzt mal hypothetisch gesehen. Aber das Problem ist einfach, wenn ich jetzt Gronkh frage, pass mal auf, was soll ich denn da anders machen? Wie kann ich meine verbessern? Meine Let's Plays. Da wird er nämlich zum Beispiel ankommen, pass mal auf, erstmal ist die Grundausstattung weg. Du brauchst Mikrofon, du brauchst Software, du brauchst dies, das und jenes und zack, bist du erstmal 300 Euro los. So, und das ist schon mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe arbeiten und kann mir aber auch gleichzeitig nicht, weil ich hier nur mal laufende Kosten habe, ne, ist ja klar, Miete, Wohnung, alles, Strom, Gas, Telefon, bla bla bla, da kann man sich mal nicht so eben 300 Euro aus der Ärmel schütteln. So, und ich mache meine Videos zum Beispiel, ich bin Anfänger, natürlich ist auch dementsprechend die Qualität, ne, das Mikrofon spackt öfters mal rum und knackt und knirscht und keine Ahnung, aber also ich habe in dieses ganze Let's Play Format, was ich jetzt hier mache, habe ich gerade mal 40 Euro investiert. Weil das Headset war schon da. Gut, das Headset kam, ich weiß nicht, es war auch ein billiges, vielleicht 20, ne? Also, aber das habe ich halt schon vorher gehabt. Also insgesamt habe ich vielleicht 60 Euro investiert. So. Und der Rest ist kostenlos. Also selbst mein Schneideprogramm, ich benutze Premiere, das ist kostenlos. Ja? Und wenn euch, und das ist halt ein ganz anderer Maßstab. Es kommt halt wirklich darauf an, was ihr für ein Maßstab seid. Seid ihr, ich sage jetzt mal ein Amateur, so wie ich, reicht ein kleiner Maßstab mit einem geringen Kostenaufwand. Wollt ihr aber direkt was Großes machen und habt auch die Zeit dafür und auch die Lust dafür und wollt das wirklich investieren, dann müsst ihr euch natürlich auch einen anderen Maßstab setzen. Das ist ja ganz klar. Aber Technik ist halt nur eine Sache und ich schweife auch viel zu viel ab gerade. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann mache ich auch gerne Videos von oder auch irgendwelche Tagebuch-Dinger, wo nach dem Motto, mein Leben als Let's Player, wie mache ich jetzt was oder so, ist ja völlig Wurst. Ich helfe da gerne aus.
Aber jetzt, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, genau, ihr macht halt sehr viele Minecraft-Dinger. Und was, das war einer gewesen, der meinte auch, wer war denn das? Da hieß auch sinngemäß, ja, guck doch mal bei mir vorbei, ich dachte mir, komm, guckst du mal rein. Der hieß irgendwas mit C, ich glaube 10 Hard oder so, ich schreibe das im Video rein. Und das hat mich, ich habe darauf geklickt, aufs erste Video und dachte mir, what the fuck is that? Ja? What the fuck is that? Es hat mich auf der einen, auf der, im einen Moment hat mich das, na, nicht direkt schockiert, aber hat mich halt verwundert. Und auf der anderen Seite fand ich dann wieder interessant, weil das war so ein Typ, oder er ist so ein Typ, der lispelt. Aber ich glaube, also es klingt zumindest nach Lispeln. Wenn ihr es besser wisst, was es ist, dann schreibt mir das. Aber ich glaube, es ist nicht mit Absicht. Er macht das, glaube ich, wirklich so zum Entertain. Und er dachte, da stotter ich wieder. So. Und da dachte ich mir, warum macht man sowas? Weil ich stotter, wie ihr es gerade gehört habt, aber ich mache es nicht mit Absicht. Ne? Ich würde es am liebsten rausschneiden, aber es ist einfach so, es funktioniert nicht. Irgendwann mal angeeignet, ich lebe damit jetzt schon seit über 15 Jahren und ist gut. Aber bei ihm kam mir das so rüber, er hat das für sich selber als Entertaining, ja nicht Projekt, aber als Element benutzt. Und da dachte ich mir beim ersten Hinhören dachte ich mir, Alter, wieso macht man sowas? Wieso stellt man sich da hin und lispelt vor sich hin? Ich weiß nicht, ich finde das. Also ich persönlich, mich hat es im ersten Moment abgeschreckt, aber gleichzeitig auch irgendwie fasziniert, weil es dann auch auf seinem Kanal, könnt ihr sehen, auf Kommentare, da gibt es dann auch schon ein, zwei Leute, die sagen, hey, das ist irgendwie, finde ich cool, gefällt mir. Ja? Und das sind halt so auch so eine Sachen, die da mit einwirken, die eigenen Elemente. Ja, wie gesagt, das wollte ich jetzt einfach nur mal loswerden. Kommen wir zum nächsten Punkt, sonst quatsche ich morgen noch. Projekte. Wie gesagt, ich hatte ja eine kleine Pause gemacht und habe die jetzt aber auch genutzt und sehr, sehr viele Videos produziert. Ich glaube, circa, ich bin jetzt noch bei, das zweite Spiel zu schneiden. Orcs Must Die 1 und 2 wird ja jetzt gezeigt demnächst. Orcs Must Die 2 ist schon produziert im Kasten und auch schon hochgeladen. Wird jetzt nur nach und nach veröffentlicht. Orcs Must Die 2 bin ich jetzt dabei. Ich glaube, ich habe in meinem Urlaub, ich glaube, innerhalb von 4, 5 Tagen oder so, habe ich beide Spiele komplett durchproduziert. Das ging richtig, richtig nice, richtig flockig, zack, zack, zack. Hat mir auch immensen, immensen Spaß gemacht. Also ich habe jetzt schon, als ich das letzte Video produziert habe hier mit Pause und bla und hier alles scheiße, habe ich schon so ein bisschen gedacht, Let's Plays macht mir eigentlich Spaß, aber irgendwie hatte ich es für einen kurzen Augenblick gehabt, dann macht mir vielleicht doch nicht so viel Spaß, aber es ist einfach geil und es hat mir so viel Laune gemacht, dass ich es definitiv weitermachen werde. Wie gesagt, nächsten Projekte sind jetzt Orc Master 1 und 2. Orc Master 1 läuft ja momentan. nebenbei auch Portal 2. Ein Speedrun, den ich mal gemacht habe, aber dazu mehr quasi könnt ihr ja mal draufklicken auf die Beschreibung. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch das anguckt, schaut euch auf jeden Fall definitiv das erste Video an, weil dann wisst ihr auch, worum es ungefähr geht. Ja. Wenn ihr so mittendrin reinschaltet, dann werdet ihr auch merken, hä, wieso sagt denn da kaum was? Es war halt eins der ersten Videos so und es wird auch so ein bisschen am Anfang erklärt. Von daher einschalten und auch vor allem die Anmerkung aktivieren, weil da habe ich nur reingeschrieben und nicht im Video selber. Genau, und dann gibt es halt. Und dann, wenn wir dann mit Orc Must 2 durch sind, Orc Must Die 2 durch sind, dann geht's Richtung Shooter-Genre. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal Dead Space machen. Dann gibt's wieder. Dann werden wir nebenbei schön produzieren. Hier, wie heißen sie? Das StarCraft 2 Add-on. Heart of the Swarm, darauf freue ich mich noch richtig. Aua, ist das weh. Das StarCraft 2 Add-on. Und dann werden wir uns aber auch wirklich so mehr so mit Shooter beschäftigen. Ich habe jetzt viel mit Strategie quasi gezeigt. Und jetzt kommen wirklich diese ganzen Shooter dran, weil ich möchte auch einfach Shooter zeigen. Weil mir persönlich machen Shooter am meisten Spaß. Aber dann werden auch so auch eher so Klassiker sein, sag ich mal. Oder was heißt Klassiker, aber auch eher so ältere. Zum Beispiel. Viele zeigen, keine Ahnung, Bioshock und hier. Bioshock wird es wahrscheinlich auch geben, aber ich möchte auch zum Beispiel ältere Spiele sein, so wie Red Faction zum Beispiel, das allererste Red Faction Spiel. Das, was wirklich noch Red Faction ausgemacht hat, zum Beispiel. Es hat mich Anfang 2000 zum Beispiel einfach nur fasziniert, das Spiel. Das werden wir auf jeden Fall spielen und halt solche Sachen. Also, es werden bestimmt auch in moderne Shooter rankommen,
Aber generell Shooter wird es bald vermehrt geben. Und wenn ihr generell Lust auf irgendwelche Genres habt, schreibt mir das einfach. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt mir das. Ich versuche es so gut umzusetzen, so wie möglich. Problem ist halt, ich werde jetzt nur jetzt halt nur nicht hinrennen, wenn ihr sagt, ich zeig mal dies und das Spiel. Ich werde jetzt nicht sofort losgehen und mir das Spiel kaufen und dann geht's los. So natürlich nicht, aber wenn ich schon mal diese grobe Richtung weiß, wohin die Reise geht, ja, oder was die Abonnenten sehen möchten, dann lässt sich das alles vereinbaren, denke ich mal. Ja. So, das war nämlich erstmal das und jetzt habe ich schon viel zu viel gelabert. Ich hatte Projekte, ich hatte dies, ich hatte das. Ja, dann würde ich sagen, kurzes Review zum Computerspielemuseum. Ich wohne in Berlin, wie einige mittlerweile wissen. Und hier in Berlin gibt es das Computerspielemuseum. In der, ich glaube, Weberstraße oder so ist das. U-Bahnhof Weberstraße, bin mir nicht ganz sicher. Mit der U5. Mit der U-Bahn Nummer 5 kommt man da hin. Und ja, ich bin da wirklich mit gemischten Gefühlen rausgegangen zumindest. Also interessant auf jeden Fall für alle ungefähr meines Alters, so zwischen 20, 30 Jahren. Auf jeden Fall interessant, denn es sind da sehr, sehr viele, es ist sehr konsolenlastig, sag ich mal, aber ist auch sehr, sehr retro-lastig. Also man sieht da sehr viele alte Sachen, sehr viele alte Spiele und generell da waren auch, also ist auch für Kinder und Jugendliche ausgelegt. Man kann da auch sehr viel spielen, man kann sehr viel alte Spiele spielen, so mit Gameboy, SNES, Dreamcast und hast du nicht gesehen. Und auch, es gibt zum Beispiel auch alte Arcade-Automaten, so eine richtige 80er, 90er Jahre Arcade-Automaten. Da kann man sich da hinsetzen. Einige sind kostenlos, also die funktionieren quasi ohne Münze. Andere muss man ganz klassisch mit Münze reinwerfen und los geht's. Schon sehr, sehr cool. Aber im Großen und Ganzen, es ist halt recht kurz. Das hat mich so ein bisschen, also das war so, dass ich bin kein kultureller Mensch, ich bin kein, oder anders gesagt, weil Filme und Musik gehört ja auch zur Kultur. Ich bin kein Museumsliebhaber, sagen wir es mal so. Und von daher, ich bin auch in dieses Museum aber wirklich so mit Freude reingegangen. So, es ist das erste Museum, wo ich wirklich gerne reingehe, was mich wirklich interessiert. Und dann war es schon durch. Also es war es ist relativ klein. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das Ding hat. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Stellt euch einen großen Klassenzimmerraum vor. Klassenzimmerraum. Guter Deutsch. Wo ungefähr 30 Schüler reinpassen. Und 6-7 Räume davon, ungefähr ganz grob. Viel mehr ist das nicht. Also es ist wirklich, wirklich klein. Wir haben uns dann natürlich auch nicht alles durchgelesen, weil da gibt es auch sehr, sehr viel zu lesen, ist ja klar. Wir sind aber sehr gemütlich durchgegangen, haben auch viele Sachen ausgetestet, haben auch selber mal an Sachen gespielt und alles. Oder uns Sachen länger angeguckt und auch länger mit beschäftigt. Aber im Groben und Ganzen waren wir in einer halben bis dreiviertel Stunde waren wir da durch. So. Das ist halt sehr, sehr klein, ist einfach so. Was aber natürlich gut ist, die Kosten sind relativ gering. Also es kostet ganz normal 8 Euro. Und für Schüler, Studenten, Azubis, Auszubildende etc. pp. Azubis und Auszubildende, ich meine Azubis und Arbeitslose zum Beispiel, kostet gerade mal 5 Euro. Und für 5 Euro ist das okay. Also bei 8 Euro wäre ich wirklich enttäuscht gewesen, aber so ein Fünfer, der tut mir nicht weh. Und es gibt natürlich auch Highlights, man kann da so wirklich alte Klassiker spielen. Pac-Man mit so einem riesigen Joystick zum Beispiel, wo man sich draufstellen muss und dann mit dem ganzen Körper dann quasi diesen scheiße Joystick bewegen muss. Oder dann auch so, dann gibt es auch so Highlights wie so ein riesiger Beamer mit einem Quiz. Da werden dir halt immer fünf Fragen gestellt und dann kannst du quasi dein Fachwissen prüfen. Und die Fragen, es sind jetzt auch nicht so Fragen wie wie ist der Held von Super Mario, sondern es sind auch wirklich Fragen zum Beispiel, was war da eins gewesen? Wie heißt der Partner von dem und dem aus dem und dem Spiel? Oder wie heißt die Firma? Oder wie hieß der Entwickler? Oder was hieß Atari? Also was ist die Bedeutung hinter dem Wort Atari? Und solche Geschichten halt. Also es ist halt wirklich interessant gewesen.
Und ja, aber es war auch recht kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war auch sehr konsolenlastig. Also, was interessant war, es war von 1970, glaube ich, oder 72 bis, ich weiß nicht, wann sie rauskam. Ich glaube, 2000, 2005 oder so. Quasi bis zur ersten Xbox wurden alle Konsolen wirklich, haben sie wirklich in so einer Box gehabt, in so einem Schaufenster wirklich alle drin gehabt. Und das war wirklich interessant zu sehen, weil ich habe mich so oft erwischt, ja, ich bin da aufgegangen, ja, wie so ein kleiner Junge. Das habe ich gehabt und die habe ich auch gehabt und die alte Atari habe ich gehabt und den Amiga. Ja, und das war wirklich, und meine Freundin saß da nur daneben und dachte sich, oh mein Gott, wo bin ich denn hier bloß gelandet, ey. Ja. Und ja, also das war schon so ein kleines Highlight, sag ich mal. Also wirklich so, wie gesagt, für 20, 25, 30-Jährige, die halt das auch aus der Vergangenheit mitgenommen haben noch, ist das definitiv interessant. Da waren auch recht junge Leute mit gewesen. Also ich habe da viele Kinder gesehen, so im Alter so zwischen, ich glaube, zwischen 8 und 12. Die konnten damit nicht so viel anfangen. Da konnte man so ein bisschen alten Gameboy spielen oder auch SNES oder Dreamcast. Ein 3DS gab es da auch, aber man hat halt gemerkt, die konnten sich dafür halt nicht lange begeistern, weil es war einfach nicht. Ne? Die können halt mit den neuesten Dingern können die einfach nicht mithalten. Das ist einfach so. Und von daher ist halt so ein typisches Museum. Ist halt nicht direkt für die Jugend, ist halt schon wirklich für Leute gedacht, die halt das auch miterlebt haben. Und da waren aber auch sehr viele Leute bei, es hat mich erstaunt, die halt auch wirklich älter waren. Da war zum Beispiel ein, ich sag jetzt mal, älteres Ehepaar, ist jetzt dann natürlich völlig gelogen, weil die waren vielleicht maximal 40, maximal. Aber das war halt schon, ich sag jetzt mal, außerhalb dieser, ja, dieser Gamer-Sparte. Vor allem, was ich auch sehr interessant fand, die haben sich direkt an dieses Quiz rangesetzt, was ich eben schon erwähnt habe, weil das halt direkt am Anfang war. Und die konnten auch, es wurden quasi immer 5 Fragen gestellt und von den 5 Fragen konnten sie auch direkt ohne Probleme 3 beantworten. Ja, und das zeigt ja schon, dass die Spieler gerade in Deutschland ist halt keine kleine Sparte mehr. Ja, ich glaube, vor 10 oder 5 Jahren waren das statistisch gesehen gerade mal, ich glaube, 10 Millionen Menschen in Deutschland, die spielen. Oder waren 20 Millionen, auf jeden Fall recht wenig. 20 Millionen war das, ein Viertel. Und es sind halt nicht nur alles Jugendliche. Und das war schon interessant zu sehen. Einen kleinen Shop gab es da auch. Aber ja, die Sachen waren halt so, ja, war so Fanartikel, sag ich jetzt mal. Viele und auch viele Goodies. Aber halt relativ klein und auch meiner Meinung nach relativ teuer. Also ich brauche jetzt für eine Super Mario Tasse oder so, gebe ich jetzt keine 17 Euro aus oder so eine Tasche oder irgendwie sowas. Was ich cool fand, gab es auch ein paar T-Shirts, aber es sind halt so Sachen, also für Fans lohnt sich das vielleicht. Ich war jetzt da von so spontan jetzt nicht so angetan. Hätten sie jetzt da so einen riesigen Master Chief gehabt oder so von Halo, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Schatz, ich liebe dich, aber wir müssen das mitnehmen. Da wäre vielleicht was anderes gewesen. Also wie gesagt, generell lohnt sich der Blick auf jeden Fall für Leute, die es interessiert, die da vielleicht in der Nähe sind. 8 Euro ist vielleicht ein bisschen, ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, geht für 5 Euro rein. Für 5 Euro lohnt sich es definitiv, aber bei 8 Euro, ja. Wobei man auch sagen muss, diese 8 Euro stecken sich nicht alle selber in die Tasche, das Museum, sondern es wird. Zumindest schreiben sie es auch so direkt an der Kasse, beziehungsweise links daneben. Da gibt es dann ja so einen kleinen Spendentopf sozusagen. Da kann man Spenden reinwerfen. Das Eintrittsgeld wird quasi komplett dafür benutzt, dass alles instand gehalten wird, dass die laufenden Kosten gedeckt werden. Und allein die Stromkosten, da sind ja natürlich wahrscheinlich auch immens, sag ich mal, weil da sind ja ganz viele Monitore. Ich schätze mal, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber da waren nicht nur Flachfernseher drin, sondern da waren auch richtige noch alte Röhrenbildschirme zu sehen und dementsprechend fressen die auch Strom. Ja? Alte Arcade-Geräte fressen ja auch Strom en masse. Ja? Damals gab es halt nicht diesen Tick mit oh, Stromeffizienz A+ oder A++ oder Dreifach Plus und wie sie nicht alle heißen. Ja? Dementsprechend frisst das halt auch einiges. Also wie gesagt, also mein Preis ist okay, 5 bis 8 Euro ist verschmerzbar, sag ich mal. Aber dann ist es auch wirklich eins, ja, da geht man einmal hin. Ich will nicht sagen, nie wieder, aber
öfters als einmal so vielleicht im Jahr oder alle 2 Jahre muss man da jetzt meiner Meinung nach auch nicht hingehen. Aber wenn euch das interessiert, generell das Computerspielemuseum, und wenn ihr zum Beispiel gerade nicht in Berlin wohnt oder auch mal nicht nur euch die Fotos auf der Seite anschauen wollt, ich hatte mal nachgefragt, es gibt auch die Möglichkeit, Filmmaterial zu besorgen, beziehungsweise ich darf da auch selber filmen, ich habe die Erlaubnis dazu. Ich habe es halt jetzt noch nicht gemacht, weil ich dachte mir, guckst du erstmal selber privat rein. Aber wenn euch das interessiert, gehen wir da gerne für euch nochmal hin und filmen auch ein bisschen. Dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck bilden. Wir werden euch dann natürlich nicht alles zeigen, ist ja klar, aber so einen groben Einblick. Es ist definitiv interessant und nicht jeder hat mal eben das Kleingeld, um nach Berlin zu fahren und dennoch sich das Museum anzuschauen. So, jetzt habe ich aber viel zu viel gelabert. Meine Fresse, bla 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 bla. So, in diesem Sinne, Fazit: Danke fürs Zusehen. Schreibt uns, was ihr sehen wollt. Und ja, wie gesagt, jeden Tag ein Video. Klickt drauf. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.